Etwas, was ihr schon, also was ihr hoffentlich genauso faszinierend fandet wie ich, und ich habe die Zeit noch gehört, die Domme gelaufen ist, der große Tag. Domme hat nicht einfach nur eine Geschichte zum Besten gegeben, um zu prahlen, er hat hier den ersten Platz gemacht, sondern es gibt Momente im Leben, da fieberst du auf den großen Tag hin. Da wartest du lange drauf, wie ein Urlaub oder der Abschluss in der Schule, endlich Kindergarten geschafft, die Rente. Was auch immer dein großer Tag schon war oder werden wird, wir beschäftigen uns heute mit dem großen Tag im Leben Jesu. Er wird für die Leute in Jerusalem, rund um Jerusalem, sichtbar. Er tritt in die Öffentlichkeit quasi als der Messias. Und vielleicht denkst du jetzt direkt auch, Messias, ist das, kann man das essen, nicht? Was heißt es, dass Jesus Messias ist? Wir haben uns schon über drei Themen unterhalten, die Ostersuche nach Glück, nach Annahme, nach Gerechtigkeit. Heute sind wir hier bei der Suche nach dem Messias. Und dann denkst du vielleicht auch, ich weiß nicht, was ein Messias ist und deshalb suche ich auch nicht danach. Im Alltag glaube ich doch öfter, als wir ahnen. Denn Messias, das ist so, also so wie so eine Gruppe von Leuten, stell dir vor, eine Gruppe von Leuten, die können sich nicht einigen, da braucht es jemand, der die Entscheidung trifft, der ein Machtwort spricht. In der Politik immer öfter mal, der Olaf, der muss ein Machtwort sprechen. Ja, das entspricht nicht so ganz unserem Demokratieverständnis, aber der wäre dann quasi der Retter, der das Ding löst. Gestern, ich habe ein Fußballspiel verfolgt, nur so latent beiseite und dachte, der hat leider auch kein Matchwinner mehr was gebracht. Das endete 4-2. Aber so ein Matchwinner, jemand, der, wenn das Fußballspiel verloren scheint, dann reinkommt und das Ding rumreißt, das wäre schon Hammer. Oder du erlebst einen Konflikt auf Arbeit und ihr könnt euch als Team nicht einigen. Teamarbeit ist ja richtig, ist ja gut und alle stehen drauf. Aber dann braucht es den Chef, der sagt, so machen wir das jetzt. Oder es braucht einen Coach, der euch weiterbringt, einen Mediator, der vermittelt, jemand, der da reingeht und hilft. Und Messias im übertragenen Sinne, kannst du auch sagen, hey, das ist wie jemand, der hilft, der rettet, der aus der Situation, in der du bist, herausreißt. Und das Volk Israel damals, die waren auf der Suche so sehnlichst nach dem Messias. Vielleicht hast du dich schon mal in so einer Situation erlebt, wie ich eben gesagt habe, dass du gedacht hast, jetzt bräuchte ich oder jetzt bräuchten wir jemanden. Und was ist das dann plötzlich für eine geänderte Situation, wenn sich dieser jemand, sei es Mann oder Frau, ich mag nur das Gender nicht so dolle, deshalb benutze ich, werdet ihr merken, oft einfach nur maskuline Ausdrücke. Aber fühlt euch angesprochen, ihr Frauen. Ja? Also wenn du merkst, da ist der starke Held, die starke Heldin und bewährt sich. Wow, cool. Und jetzt tauchen wir gleich ein bei Jesus in eine Situation, wo das Volk oder ziemlich viele Israeliten dachten, jetzt ist er da, der Messias. Und wir schalten jetzt live nach Jerusalem zu unserer rasenden Reporterin Renate und gucken uns mal an, hören uns mal an, wie die Leute so drüber reden, was sie da beobachten. Guten Morgen, Naschaks Mühle. Ich berichte live aus Jerusalem. Soeben ist der berühmte Wanderprediger Jesus von Nazareth in der Stadt eingezogen. Es kam zu großen Unruhen. Wir haben einige Augenzeugen, die uns davon berichten können. Mein Name ist Franz, ich bin Pharisäer hier in Jerusalem. Ja, in einer Woche startet hier unser großes Pascha-Fest. Und aus diesem Grunde kommen aus der ganzen Umgebung Menschen, um hier voller Vorfreude und vor allen Dingen friedlich das Passafest zu feiern. Wir haben alles hier bestens vorbereitet.
Ja, und dann kommt auf einmal dieser Möchtegern-Messias mit seiner Truppe hier an. Und er stachelt die Menschen förmlich auf zum Aufruhr. König von Israel, so ein Quatsch, Papperlapapp, meine Güte. Ich sage, das ist Gotteslästerung, das ist Volksverhetzung. Aber Sie können sicher sein, wir, der Hohe Rat und auch die Schriftgelehrten, werden sich der Sache intensiv und umfangreich annehmen. Eigentlich bin ich ja wegen des Pessachfests hierher gekommen. Aber plötzlich sah ich einen riesen Auflauf, ein riesen Gedränge. Die Leute kamen in Scharen angelaufen und riefen laut: Hosianna, gepriesen sei der König! Das fand ich total interessant, das musste ich auch sehen. Also habe ich mich durch die Menge gedrängelt, bis ich was sehen konnte. Und das glauben Sie jetzt nicht, da saß ein Typ auf einem Esel. Auf einem sehr kleinen Esel und ritt durch die Straße. Irgendwie hatte ich ja ein bisschen mehr erwartet. Aber vielleicht macht er ja später noch ein Wunder. Das fände ich echt cool. Also wir, die römische Armee, haben ja alles unter Kontrolle, Woll. Mit solch einem Aufkommen haben wir schon längst gerechnet, Woll. Es ist natürlich nicht der erste religiöse Spinner hier in Jerusalem, der sich hier als Gottes Sohn Messias feiern lässt. Also, alles unter Kontrolle. Endlich! So lange haben wir darauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Jesus wird uns von den Unterdrückern befreien. Gelobt sei unser Gott. Und ich, Lukas, als sein Nachfolger, darf es miterleben. Hosianna, gepriesen sei unser König. Kommt alle mit nach Jerusalem, da müsst ihr dabei sein. Zu diesem Zeitpunkt kann man wohl noch nicht genau abschätzen, welche Auswirkungen dieses Ereignis heute noch haben wird. Eine Frage bleibt: Wer ist dieser Jesus wirklich? Wir werden es weiter für Sie beobachten und berichten. Aus Jerusalem live für Sie, Renate, Ihre rasende Reporterin. Genial, dass wir Leute haben, die schauspielerisch aktiv werden, jetzt sogar mal vor der Kamera, nicht live auf der Bühne, ist ein bisschen Abwechslung, fand ich richtig cool. Vielen Dank euch sechs, auch wenn nur fünf vor der Kamera zu sehen waren, der sechste stand ja hinter der Kamera. Vielen Dank, wenn du denkst, boah cool, das wäre auch was für mich, da könnte ich mitmachen. Sprich Franz an, alias Gunther, wo habe ich dich gerade gesehen? Ich hatte dich doch gerade gesehen. Genau. Oder wenn du denkst, ich bin eigentlich auch in dem Team, aber ich komme so selten dran, sprich ihn auch an. Das war jetzt karikiert, klar. Ne? Aber trotzdem, nimmt uns das ein bisschen mit hinein. Mit welchen Erwartungen sind die Leute damals vor Ort gewesen? Die einen Feuer und Flamme wie dieser Lukas, die Anna so ein bisschen, ja, mal gucken, vielleicht passiert noch ein Wunder. Der Franz und dann erst der Romulus, die hatten so ziemlich keine Erwartungen. Ne? Und die Frage zum Schluss, wer ist dieser Jesus? Welche Auswirkungen wird das haben, was hier da passiert ist? Coole Frage. Welche Auswirkungen hat das in deinem Leben gehabt? Wir sind ja jetzt 2000 Jahre später. Welche Auswirkungen hat das damals gehabt? Wir können das jetzt ein bisschen besser beurteilen. Wir kennen, wie die Geschichte weitergeht. Ich möchte uns damit hineinnehmen. Einmal in diese Euphorie, diese Begeisterung von Franz und Lukas und die Anna auch so ein bisschen. Ja? Wo kam das denn her? Also eben schon gesagt, die warteten sehnlichst auf einen Messias, auf einen Retter. Und das Ganze, wenn man das jetzt so gehört hat, schemenhaft in dem Schauspiel, wir lesen das jetzt nochmal miteinander, das wirft schon ein paar Fragen auf. Warum machen die, was sie machen? Warum sind die da so außer Rand und Band? Der Einzug in Jerusalem.
Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, also er hatte vorher was passiert, er erzählt ein Gleichnis, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Als er nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet: Der Herr braucht es. Mich hat das schon immer gewundert, warum, also so selbstverständlich, ihr nicht bittet und fragt mal, ob ihr den Esel haben dürft, sondern geht einfach hin, nehmt, bedient euch. Und Jesus weiß genau, Ortseingang, dritte Straße links. Nee, er weiß genau, da steht ein Esel. Ich will jetzt nicht, kann jetzt nicht weiter tiefer darauf eingehen, aber es macht deutlich, Jesus sieht mit einer prophetischen Weitsicht die Dinge, er beauftragt seine Jünger in einer Vollmacht und das tritt genauso ein. Ich habe das jetzt hier kleiner abgedruckt, Vers 32 bis 34. Und die werden sogar noch gefragt, wofür braucht ihr den? Ja, der Herr braucht es. Ne? Wie selbstverständlich geht der Esel mit? Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, das ist mein Highlight in diesem Text, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Das, was sich jetzt hier Bahn bricht, sagen wir mal, das hat sich schon so lange angekündigt. Und das wissen die Juden. Und die, die jetzt jubelnd am Wegesrand stehen und da den Weg bereiten mit ihren Klamotten, mit Palmzweigen, die haben einerseits Jesus erlebt, wie er war, was er gesagt hat, wie er gewirkt hat. Die haben wenigstens von den Wundern gehört und die waren Feuer und Flamme. Und die kannten das, was in den alten jüdischen Schriften stand. Das war denen mindestens ein Begriff. Und jetzt sind hier zwei Stichworte dabei. Ich möchte euch gleich zwei Verse oder zwei Stellen aus dem Buch, Prophetenbuch Sacharja vorlesen nochmal. Da wussten die, boah, jetzt kommt das eine und das andere zusammen. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben so lange darauf gewartet, unsere Vorfahren, fast 500 Jahre darauf gewartet. Und jetzt, heute, an diesem Tag, an dem großen Tag, erfüllt sich das vor unseren Augen. Die Stichworte, einmal hier der Esel und der Ölberg. Sagt uns jetzt nicht so viel, wahrscheinlich. Also der Esel vielleicht noch. Ich glaube, die Stelle ist doch einigen bekannt. Die andere war mir nicht bekannt. Sacharja, 9 Vers 9, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm reitet er auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. Der Esel. Das wussten sie, das kannten sie. Der König, der wird kommen. Ich hätte ihn auf irgendeinem stattlichen Pferd erwartet, ja? Jesus kommt in Demut. Von Sacharja schon so vorausgesagt. Nicht als der gewaltige Herrscher damals. Als der wird er kommen. Auf den warten wir noch. Damals als der demütige
König auf einem Esel reitet er nach Jerusalem rein. Und das zweite Stichwort, und an jenem Tag werden seine Füße, hier vor ist bei Sacharja eine Situation geschildert, die bildlich extreme Unterdrückung und Gewalt zum Ausdruck bringt. Und dann kommt es, an jenem Tag werden seine Füße, die dieses Königs, der dann später genannt wird, Vers 9, werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Und an jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Sacharja 14, 4 und 9. Vers 10, 11 geht es dann noch weiter, dass Jerusalem, Israel wieder bleibende Stadt wird und mächtig daher strahlt. Das kannten sie, das wussten sie. Und jetzt kommt das eine mit dem anderen zusammen. Und die Begeisterung bricht sich Bahn. Für Jesu engsten Freundeskreis hat ja noch keiner so wirklich mit dem Kreuz gerechnet. Obwohl Jesus das immer mal wieder hat anklingen lassen. Aber für Jesus Freundeskreis war die Erwartung jetzt zum Greifen nah. Jetzt kriegen die Römer aufs Maul. Jetzt wirft er die endlich raus. Jetzt tritt er seine sichtbare Herrschaft an. So lange mussten wir schon darauf warten. Jetzt geht's los. Und das drückt sich mit diesem Lukas aus, den wir eben im Schauspiel erlebt haben. Lukas, der so sinngemäß jetzt für die Leute steht, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die so viel dran gegeben haben, so viel gehört haben, die seine Predigten gehört haben und gemerkt haben, wie das Freude und Begeisterung für Gott den Vater in ihnen weckt. Und die stehen und jubeln. Ja, Lukas, nachdem er alles ausgezogen hatte, was er konnte, bevor es peinlich wird, dann legt er halt Palmenzweige hin. Ist übrigens interessant, war das 2. König? Ich glaube, genau, 2. Könige 9, Vers 13, wird eine Situation berichtet, wo Jehu zum König gekrönt wird und die Leute, die ziehen ganz schnell noch ihre Gewänder aus und legen die auf die Treppen vor den König, um ihm da den Weg zu bereiten. Das war offensichtlich Tradition. Und dieser Lukas, ja, der gibt alles für Jesus. Und er legt seine ganzen Erwartungen in diesen Jesus hinein. Deshalb der erste Gedanke, Jesus, der erwartete Messias, er erwartet den Messias. Er setzt auch so viele Hoffnungen auf den. Und vielleicht geht es dir wie diesem Lukas. Du bist schon viel mit Jesus unterwegs. Du hast schon viel von dem gehört. Begeisterung schlägt in deinem Herz. Das ist Feuer, das brennt in dir. Und das sind deine Erwartungen, deine Hoffnungen darauf, dass Jesus sich in deinem Leben, in den Alltagssituationen, in denen du stehst, als der Retter, als der Messias erweist, dem du zu Recht Hosianna zurufen kannst. Das heißt ja nicht Halleluja und cool, dass du da bist, sondern das heißt, Herr, hilf, rette mich hier raus. Sei es die Krankheit, unter der du leidest, sei es das Mobbing in der Schule, sei es die Einsamkeit, was auch immer. Was du für Hoffnung in deinen Messias hineinlegst und worum du betest und bittest, dann ist da diese Anna. Ja, die ist auch irgendwie interessiert. Die findet das ganz spannend. Die ist so zufällig reingeraten. Hat schon ein bisschen was von Jesus gehört. Mal gucken, was jetzt heute so noch geht. Vielleicht ist es wirklich was für sie. Und vielleicht hast du hier und da schon von Jesus was gehört. Hast zufällig oder absichtlich, hat dir jemand zugeschickt, so eine Serie von The Chosen gesehen und denkst, wow, also wenn der so ist, der Jesus. Dir hat jemand das Buch geschenkt und deshalb guckst du gerade den Stream und denkst, mal sehen, was die so sonst noch da reden darüber. Und denkst, vielleicht ist das was für dich und der Messias, der könnte auch dein Retter sein. Und du bist irgendwie auch mit deiner Hoffnung und deiner Erwartung hier und denkst, boah, wenn der mich heilen könnte, wenn der in mir dieses,
dieses mangelnde Selbstvertrauen, dieses ewige Selbstmitleid, diese Schuldgefühle oder Depression oder was auch immer, wenn der dich da rausholen könnte. Boah, das wäre der Wahnsinn. Wenn es dir so ginge wie Helmi. Helmi, ich möchte dich eben nach vorne bitten. Helmi Helmi, ist das 2,5 Wochen jetzt her? Ich lasse das für dich drin. Wenn du besser sitzen magst, kannst du dich auch hinsetzen. Helmi, du warst vor 2,5 Wochen, meine ich, zweieinhalb Wochen im Gebetskreis, Donnerstagabends, und sie sagte, ich habe den Montag darauf eine schwerwiegende Zahn-OP, da muss eine Menge, was musste da gemacht werden? Implantat, aber das erzähle ich gleich noch. Das erzählst du gleich. Okay, und könnt ihr dafür beten? Wir waren zu viert, zu fünft. Ja. Und ich habe gesagt, jo, gerne beten wir für dich. Und wenn du magst, salben wir dich auch noch mit Öl. Als Ausdruck dafür, dass du zu dem Gesalbten gehörst. Und dann haben wir das gemacht. Mhm. Du hattest schon Manschetten vor der Geschichte, ja, weil das ist nicht ohne. Erzähl mal. Ja, ich sollte mein viertes Implantat kriegen, weil ich hier oben keine Backenzähne mehr habe. Und wenn man kauen will, braucht man einen Backenzahn. Und ich gehe zum Kiefernchirurgen und er sagte, ja, das machen wir an die Stelle. Dann kriegt man so eine 3D-Röntgenbild und wird genau ausgemessen. Ja, der Kiefer war nur 5,6 mm breit, das Implantat ist schon 5 mm. Ja, sagt er, der Kiefer ist eigentlich viel zu klein. Dann müssen wir den Kiefer aufbauen nach außen, nach innen. Und ich muss die Kieferdecke anheben. Ich dachte, das ist ja wohl nicht wahr. Ich habe mir das angehört, Termin gemacht. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich Schiss. Es ist mein viertes Implantat. Bei den anderen ist es auch gut gegangen. Aber mit Kieferdecke annehmen, da habe ich gesagt, das brauche ich eigentlich nicht. Ich habe Angst davor. Dann habe ich den Kiefernchirurgen angerufen. Ich sage, hören Sie mal, ich habe richtig Angst. Ich habe schon überlegt, ob ich das absage, aber ich hatte auch schon viel Geld bezahlt. Und ich sage, hören Sie mal, wie oft machen Sie sowas? Er sagte, das ist für mich eine Standardoperation. Also ich brauchte keine Angst haben, nur ein-, zweimal im Jahr. Nein, sagt er, das ist Standard. Frau Schütz, wir machen das schon. Der hat mir richtig Mut gemacht und ja, ich denke, gut, dann mache ich das. Und dann haben wir gebetet. Was hat er dir vorher gesagt? Wie siehst du danach aus? Ach so, ja, ich hatte gesagt, ich habe wirklich Angst, dass ich hinterher richtig Theater habe. Ja, sagt er, wenn Sie meinen, dass Theater hinterher die 10 Tage sind, da werden Sie grün und blau sein, das Auge wird zugehen, da werden Sie schlimm aussehen. Und das kannte ich ja von den anderen Implantaten, das ist wirklich dick 2 Wochen lang und wird grün und blau. Und diese Sache war ja jetzt deutlich schwieriger noch. Ja, ich sage, nee, das meine ich damit nicht, da stelle ich mich drauf ein, das ist mir auch egal. Nur, dass danach alles gut ist. Nein, wir machen das. Ja, und dann am Donnerstag haben wir gebetet. Und ich habe gemerkt danach, ich habe keine Angst mehr. Ich bin den Montag dahin und muss wirklich sagen, ich war überhaupt nicht aufgeregt. Ich hatte keine Angst. Und ich habe mich natürlich ein bisschen abschießen lassen, weil ich denke, das muss ich nicht alles mitkriegen. Und das ist auch gut gegangen. Die OP dauerte 1 Stunde und bin dann nach Hause und habe dann nachmittags und abends noch mal eine Schmerztablette genommen. Ich brauchte den Tag danach keine Schmerztablette mehr. Also ich hatte überhaupt keine Schmerzen. Es ist ein bisschen dick geworden, aber nicht annähernd so, wie ich das von den anderen Sachen kenne. Das Auge ging nicht zu, es wurde nicht blau, nicht grün. Sie sehen, das ist noch keine 2 Wochen her. Man sieht gar nichts mehr, ich habe überhaupt keine Probleme. Und das Irre war,
Nach 7 bis 10 Tagen sollen die Fäden gezogen werden. Am dritten Tag habe ich schon einen Faden verloren. Dann habe ich immer geguckt mit dem Spiegel der Beschlechtern, aber sieht man nicht richtig, ob das jetzt auf ist. Das darf natürlich nicht sein, da darf auf keinen Fall eine Entzündung rein. Zahnarzt angerufen, ja, ich sollte vorbeikommen. Er guckt, ist doch das wunderbar verheilt. Ja, dann wurden hinterher die anderen Fäden gezogen. Ich möchte euch wirklich Mut machen. Es passieren wirklich Wunder. Für mich ist das ein ganz großes Wunder gewesen. Und das ist nicht zu wenig, nicht zu klein. Man denkt oft, ja, ach, das, die Krankheit ist jetzt nicht schwierig genug oder so. Das ist wirklich Quatsch. Und alleine schon der Aspekt, dass ich keine Angst mehr hatte, das war super. Ich bin echt begeistert. Halleluja. Und ich, vielleicht denkst du jetzt, boah, toll, die können klatschen. Und dir geht's wie Bernd, Name geändert, der mir gestern eine Nachricht schrieb, seit, ich weiß nicht wie lang, 4, 5 Jahren beten wir, treffen uns unregelmäßig, Schmerzen am Körper und es Lebenssituation echt herausfordernd und es wird nicht besser. Vielleicht kennst du das. Gestern schrieb er mir eine Nachricht, Basti, der erste Tag seit langem ohne gravierende Schmerzen. Und ich dachte so, zack, ja, und hoffentlich kommen noch ganz viele. Aber vielleicht kennst du das, dass du denkst, boah, es tut sich nichts. Und du gehst mit deinen ganzen Erwartungen, die du hast, da rein, wendest dich an Jesus und hoffst, dass er handelt als dein Retter, als dein Messias. Wenn du, und das ja zu Recht, also das ist ja nicht unberechtigt, weil wir glauben und erleben, dass heute noch Wunder geschehen. Nicht immer so, wie wir es hoffen und auch nicht in der Geschwindigkeit. Aber wie eben schon gehört, wenn du dich mit so einer Anna oder so einem Lukas so identifizieren kannst, dann möchte ich dir, eigentlich uns, weil ich zähle mich damit rein, zurufen, ermutigen, dass wir nicht unsere Erwartung, dieses Jesus, tu das oder tu das für mich, du musst doch, du bist doch, in den Vordergrund drücken. Und in der Erwartung klatschend am Wegesrand stehen und denken, Jesus, jetzt komm, endlich, jetzt mach, ja, jetzt ist der Tag. Sondern, dass wir Jesus als den, der er ist, als den, der er gekommen ist, bestaunen, bewundern, feiern, anbeten. Mein Highlight, habe ich gesagt, ne? Ich sage euch, wenn die schweigen, dann werden die Steine schreien. Das, was da in Jerusalem passiert ist, dass Jesus in die Öffentlichkeit tritt als der Messias, anders als erwartet und auch anders als Lukas und Anna das erwartet haben, das verlangt danach, dass die Schöpfung jubelt. Und wenn, aus welchem Grund auch immer, die Geschöpfe es nicht tun, dann sagt Jesus, dann machen es die Steine. Aber da kann nicht die Klappe gehalten werden. Das ist so gewaltig. Das ist so weltverändernd. Das erwartet Gottes Lob. Meine Ermutigung an uns ist, dass wir mit unserer manchmal so festgelegten Erwartung einen Schritt zurücktreten und sagen, Jesus, als erstes möchte ich dich anbeten, möchte ich dich sehen. Denn so schnell versperrt uns unsere Erwartung und auch damit entstehender Frust und Enttäuschung, wenn es nicht in der Weise, in der Schnelligkeit abläuft, wie wir das gehofft haben, den Blick für den Jesus, der er ist. Und unser Herz wird betrübt, unser Herz sieht nicht mehr dieses viel größere Bild, für das Jesus in diese Welt gekommen ist. Und wenn wir ihn sehen, ihn anbeten, Domme, du hast eben so gesagt, nach dem ersten Lied, vielleicht erinnerst du dich, hast zu den Musikern gesagt, hey, vielen Dank, dass ihr uns in die Anbetung mit hineinnimmt, das bringt's voll. Und ich habe gedacht, was bringt das denn? Was bringt das denn?
Also wofür singen wir denn drei Lieder vor der Predigt? Weil wir das so machen, das ist so Tradition inzwischen geworden. Früher war das anders, aber inzwischen machen wir das so. Was bringt das denn? Das hebt unseren Blick zu Jesus. Das lässt uns wegschauen von den Dingen, die unser Herz ehrlich schwer machen. Es ebnet das nicht ein. Aber es stärkt unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf unseren Retter. Es lässt uns ihn sehen. Ich möchte noch auf die zwei anderen Personen zu sprechen kommen. Und vielleicht ist das für dich so, wenn du dich mit diesem Franz oder dem Romulus eher identifizierst, so, dann ist Jesus für dich der unerwartete Messias. Kommt ein bisschen plötzlich, kannst du auch nicht so richtig was mit anfangen. Dieser römische Hauptmann, der da eben mit Schwert im Schauspiel kam, im Bibeltext nicht vorkommt, weiß ich. Aber da ja dabei war, also die Römer haben die Nummer abgesichert, die mussten für Recht und Ordnung sorgen in Jerusalem, die kannten schon genug andere religiöse Spinner, in Anführungsstrichen, die aufgetreten sind und Unruhe gestiftet haben, und für die war klar, das darf hier nicht aus dem Ruder laufen. Und dafür sind wir verantwortlich. Eine persönliche Erwartung an den hatten die jetzt nicht. Und vielleicht geht es dir so wie dem. Also nicht, dass das Große jetzt aus dem Ruder läuft, aber vielleicht ist deine Frau, dein Mann, dein Kind an diesem Jesus interessiert. Der ist so ein Lukas, so eine Anna. Und du hast schon zu Hause gemerkt, da kommen Konflikte. Und du guckst dir das lieber mal an. Beschäftigst dich lieber mal damit, mit diesem Jesus. Und dann würde ich sagen, ey, wie gut, dass du das tust. Weil deine Sorge ist, wie geht es mit uns als Familie weiter? Was macht das jetzt hier plötzlich? Und die Sorge musst du natürlich ernst nehmen. Wahrnehmen, hören, beobachten. Was hat es mit dem auf sich? Und was wird das bewegen vielleicht? Gut, dass du da bist. Gut, dass du das mitverfolgst. Vielleicht geht es dir aber hier wie den Franz-Männern. Und das ist mein Gedanke, dass wir aufpassen müssen auf den Franz, der in jedem von uns stecken kann. Auf den Pharisäer, der in uns ruft, wenn wir denken, was geht denn hier ab, Jesus? Die nennen ihn sogar Meister. Respekt. Aber verbiete denen, was hier gerade passiert. Das darf nicht sein. Du beobachtest, sei es in Gemeinde oder im Hauskreis, oder du hörst von etwas und denkst, stopp, das geht viel zu weit. Das haben wir noch nie so gemacht. Oder das ist Gotteslästerung. Oder das ist gefährlich, was auch immer. Das ist jetzt ein bisschen allgemein. Ich möchte es mit einem gewagten Beispiel aus dem letzten Jahr euch deutlich machen. Habt ihr mitbekommen, dass auf der Jugendfreizeit letztes Jahr im Sommer sich 16 Leute haben taufen lassen? Mein erster Gedanke war, stopp. Taufe gehört doch im Rahmen von Gemeinde. Gehört doch im Rahmen von Gottesdienst. Und es hat voll meine Freude über diese 16 Leute, die das mit Jesus festgemacht haben, getrübt. Und ich merkte, wie ich innerlich darin mitringen musste. So Gedankenspiel. Die können doch nicht einfach 16 Leute auf einer Freizeit taufen. Das ist doch... Die haben die auch nicht einfach getauft. Die sind damit verantwortlich umgegangen, was ich im Nachhinein erst erfahren habe. Aber dann ringst du innerlich und denkst, was passiert denn jetzt hier? Und da kommt der Franz in dir. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass Taufe im Rahmen von Gemeinde gehört und im Rahmen von Heimat. Das auszuführen würde jetzt ein bisschen zu lange dauern. Aber deshalb ist es nicht falsch, auf einer Freizeit Menschen, die auf Grundlage ihres Glaubens sich taufen lassen möchten, zu taufen und damit verantwortlich umzugehen.
Und das Schlimme finde ich daran, und das, eben damit musste ich aber ringen, dass ich, während die einen klatschten und sich drüber freuten, und ich das auch noch in der Gemeinde-News schreiben musste, und ich kann nicht so richtig, konnte ich eben nicht so richtig und stand irgendwie abseits. Vielleicht geht es dir manchmal so, dass du denkst, bei anderen Themen, nebst mir mit über Teens, Jugendliche, die stehen im Gottesdienst auf beim Lobpreis. Die versperren dir die Sicht. Ich finde das so cool, dass ihr Gott anbeten wollt, dass euch das wichtig ist, dass es euch ein Anliegen ist, ihm dieses Lob zu bereiten. Das würden sonst die Steine machen. Und du sitzt da und denkst, stopp, das gehört hier nicht hin. Vielleicht ist es bei dir ein anderes Thema, eine andere Situation gewesen im Umgang mit irgendeinem seelsorgerlichen Thema, wo du gedacht hast, das geht jetzt aber gar nicht. Also da müsste doch die Gemeindeleitung was sagen. Dann ist der Franz in dir da. Vielleicht sogar aus berechtigtem Anlass. Also vielleicht wirklich berechtigt. Ich will das nicht so einfach abtun und sagen, nee, du hast sowieso falsch, weil die Pharisäer, die waren ja so gesetzlich und so. Und deshalb, ich finde es total wichtig, dass wir das prüfen, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir darüber reden. Und das war bei der Taufe eben dann auch der Fall. Es hat mich Überwindung gekostet, das anzusprechen. Aber dass wir darüber reden, dass wir gemeinsam in die Bibel reingucken, dass wir gemeinsam darum beten und fragen, ist das jetzt falsch oder entspricht das nur, das war nicht beabsichtigt, entspricht das nur einem größeren Bild des Planes Gottes, wo wir ganz oft nur unser kleines Bild haben. Ja, die Pharisäer, die hatten ihr Bild von diesem Jesus. Und da passte ein Jesus, der zu den Sündern, zu den Aussätzigen, zu den Prostituierten, zu den Zöllnern gegangen ist, mit denen zusammen am Tisch gesessen hat, einfach nicht rein. Einer, der Verlorene sucht, um sie zu retten. Ihnen die Vaterliebe wieder näher bringt, das passte nicht rein in ihr Bild. Und Jesus macht deutlich, ey, ich bin viel größer. Wir stehen in der Gefahr, dass wir dieses viel größere Bild Gottes übersehen. Ich will das nicht übersehen. Ich will Teil derer sein, die loben, die Gott feiern für das, was er tut, für das, was er wirkt und die sich fragen, hey, wie kann ich den Weg bereiten? Wie kann ich, hier ist das Mikrofon jetzt drin. Was kann ich ausziehen, was kann ich geben, damit, und sei es mein Esel, damit Jesus der Weg geebnet wird. Und das verlangt uns echt was ab, das verlangt dir mitunter echt was ab, eigene Vorlieben aufzugeben und sagen, okay, aber ich sehe, was geschieht und ich feiere das. Das ist ein Ausdruck, den würden jetzt eher die Jugendlichen benutzen, das ist nicht meiner. Aber ich jubel dafür mit. Ich freue mich an dem, was Gott wirkt. Jesus, der erwartete oder der unerwartete Messias. Wer ist er für dich? Hier ist aber mächtig was durcheinander gegangen. Ein letzter Gedanke, und damit schließe ich auch schon. Der Messias erwartet dich. Der Messias, der kommt. Ostern kommt. War jetzt ein Gedanke gestern salopp im Treppenflur, wo wir uns drüber unterhalten haben, Daniel und ich, wie wir das mit Ostersonntag machen und drumherum. Und dann sagten, ja, wird schon klappen, wird schon funktionieren. Ja, Ostern kommt so oder so. Ob wir das jetzt da jetzt perfekt drauf vorbereitet sind oder nicht. Jesus, der Messias kommt. Und der erwartet dich, da wo du stehst. Der erwartet dich als Lukas, als Anna, als Franz, als Romulus, wo auch immer du gerade stehst. Und die spannende Frage ist, was ist deine Herzenshaltung?
Was ist deine Erwartung an ihn? Mit welcher Erwartung stehst du am Wegesrand? Alle vier, muss man ja irgendwie so sagen, die lagen nicht ganz im Schwarzen. Das war, selbst Lukas und Anna, die wurden danach bitter enttäuscht. Also ihre Täuschung wurde weggenommen. Die haben gedacht, der Jesus wäre ein anderer Messias. Das, was ich uns wünsche, wozu ich uns ermutigen möchte, ist, dass wir erstmal mit dieser Haltung reingehen, über Jesus zu staunen, zu jubeln, ihn zu feiern, ihn zu loben für den, den er ist, der er ist. Dass wir mit welcher festen Erwartung wir auch immer dann dastehen, sie ablegen oder beiseite rücken, damit sie uns nicht das Bild versperrt, den Blick auf Jesus. Lass uns weiter dafür beten. Lass uns weiter Menschen dafür salben. Und ich möchte unbedingt Werbung dafür machen. Werbung ist jetzt despektierlich, also zu lapidar. Aber lasst uns dafür beten. Kommt zur Gemeindeleitung, wenn ihr in Not seid, so klein oder groß die auch ist. Aber lasst uns Jesus sehen. Und da, wo wir einen Einspruch empfinden, denken, stopp, das geht jetzt hier zu weit, lasst uns das prüfen. Lasst uns darüber reden und die Frage stellen, ist Gottes Bild vielleicht viel größer? Ist es richtig oder falsch? Ist es Auffassungssache? Ist das Vorgehensweise? Was könnte daraus entstehen? Was kann daraus hervorgehen, wenn dieser Jesus, dieser Messias unter uns zum Wirken kommt? Ich möchte das so gern erleben. Diese drei Gedanken, die bleiben jetzt noch 2 Minuten stehen und ihr könnt die auf euch wirken lassen. Im Gebet nochmal betrachten. Die Rahel muss eben was ändern und dann stehen die gleich wieder. Im Gebet nochmal bewegen, mit nach Hause nehmen. Ich werde sie in der Mail am Dienstag nochmal schicken. Wer ist dieser Jesus für dich? Dieser Messias? Welche Auswirkung geht von ihm aus? In deinem und in unserem Leben. Amen.